Und herzlich willkommen zurück. Sie macht sich da gerade bequem. Und wir können jetzt aufbrechen zu Desmonda. Und ihr sagen, hier die Bude ist clean. Und dann können wir auch mal herausfinden, wie wir den, ja, dieses Teil entschlüsseln können. Das wäre nämlich ganz nice. Okay. Schnell wegreißen. Ich würde ganz kurz ausweichen. Mit dem Skill starker Rücken kannst du mehr tragen und auf höheren Stufen hast du die Möglichkeit auch überladen noch zu rennen und schnell zu gehen. Ja, wir haben nur zwei Stufen davon ausgebaut. Das ist halt so eine Sache. Ich empfehle, da nicht mehr drauf zu treten. Das ist deiner Gesundheit abträglich. Ach, die Mine, ja, die hat mich ja nur nicht getroffen. Carrington will mit dir reden. Hörte sich wichtig an. Aha. Das ist ein Carrington. Ich habe kurz gepennt und boom, da war's. Ich habe ein paar Ideen für den Erlöser. Mach deine mega krasse Wumme noch, tja, krasser. Schau dir an, was ich da habe. Dann schauen wir mal. Schau dich ruhig um. Den Erlöser, wo ich den denn? Oder jetzt hier Mods dafür. Mächtig im Verschluss. Ha. Ist klar. Schrott. Mila, diverses. Kann ich denen das abkaufen? Ja, toll. Will ich das? Nein. Hier wird es 22 Molotow-Cocktails haben. Die schenke ich dir rüber. Hauptsache sie sind weg. Was belastend. Hier. Hallo. Hey, bau weitere Milas auf, dann gibt's auch weiter Geld. Es könnten noch mehr Milas aufgebaut werden, wenn du Interesse hast. Und wie viel genau? Oder? Machen Geschäft. Gibt es was Neues von Mila? Pam ist wie ein Leuchtender in einem Krater und saugt alle Daten von Milas Kameras auf. Die Atmosphärensensoren haben nichts empfangen. Noch nichts. Das braucht Zeit. Okay. Ich muss gehen. Recht hast du. Was ist der Typ, ey? Pam. Er ist eigentlich Carrington. Tom ist dann was dran. Ich hoffe nur, es läuft. Carrington. Ah, gut, da bist du ja. Es ist da was passiert. Ha? Eine Raiderbande hat einen unserer Agenten entführt. Codename Amsel. Aha. Das Interessante daran? Wir dachten, er sei bereits gestorben. Im Unterschlupf Augusta. Desdemona klammert sich an die vage Hoffnung, dass A. Amsel noch lebt. Und er uns B. sagen kann, was mit den Zins in Augusta passiert ist, als der Unterschlupf fiel. Also möchte sie dich auf diese sinnlose Reise schicken. Ich werde versuchen, Amsel zurückzubringen, wenn er noch lebt. Wie du meinst. Du findest alle Details im toten Briefkasten. Raider sind nicht bekannt dafür, lebende Gefangene zu machen. Aber da du schließlich dein Leben riskierst, viel Glück. Danke, Mr. Doktor. Metzgerrechnung 2. Aha. Es wird wieder Zeit für plastische Chirurgie. Nein. Ich habe mich um das DIA-Versteck gekümmert, Pam. Belohnung erteilt. Alle Prozesse sind aktiv. Ja, da sind sie wohl. Dickens Quote ist die beste. Von ihm könntest du... Desdemona! Ich habe hier einen Bericht. Der liest sich mehr wie ein Comic. Anscheinend gab es ein größeres Gefecht bei Greentech Genetics. Ja, das war ich. Ich habe einen Runner erledigt. So steht's auch im Bericht. Ist schwer zu glauben. Ein Runner weniger ist natürlich immer gut. Aber im Allgemeinen geht man ihnen besser aus dem Weg. Also, warum hast du ihn getötet? Ich brauchte einen Runner-Chip. Wegen des Codes, der darauf gespeichert ist. Du hast einen ihrer Chips? Intakt? Mhm. Mir nach. Sofort. Ganz schmeidig. Chip zu entschlüsseln ist eine heikle Angelegenheit. Da können tausend Sachen schiefgehen.
Datenverlust ist da noch das geringste Übel. Zum Glück haben wir genau den richtigen Mann für diesen Job. Der Sporten hier. Hey, Des. Brauchst du was? Tom, wir haben dir einen Runner-Chip mitgebracht. Was? Echt jetzt? Mann, sowas habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ich habe ein paar Gen 1 für Unterschlupf Randolph Scheiße, erledigt. In dem Versteck, das du gefunden hast, war krasses Hightech. Aber das Beste vom Besten ist das ballistische Polymergewebe. Leicht, starke Schutzwirkung und sieht aus wie normaler Stoff. Ich habe was vorrätig, aber... Oh, das dauert noch. Aber alle möglichen Ideen. Was hast du denn vorrätig? Kommt auf unsere aktuellen Ressourcen an. Wir haben alles verloren, als im Switchboard die Lichter ausgingen. Hoffentlich findet ihr Agenten weitere Vorräte, dann können ich und meine Jungs noch mehr Spielzeuge bauen. Willst du sehen, was ich hab? Findest du jetzt mal nein? Ich brauche nichts weiter. Oh Mann. Dann später. Damit hast du echt den Jackpot geknackt. Gib mal den Chip her. Schauen wir, was drauf ist. Na klar, hier. Was bringt uns dieser Runner-Chip genau? Auf diesen Chip sind nicht nur Codes. Auch Herstellungsmethode und Material verraten uns etwas über unseren Feind. Eine Kleinigkeit kann für unsere Agenten und die Synths, die sie retten wollen, über Leben und Tod entscheiden. Gib uns den Chip, damit wir mit der Analyse anfangen können. Alles klar. Hier, bitte. Okay, Tom, dann leg mal los. Okay, kleiner Runner-Chip. Lassen wir den Stromkreisanalysator mal an dich. Wir sind drin. Haben Zugriff auf den Chip. Fummeln wir mal etwas an den Analogschnittstellen rum. Was? Oh Mann, stürz jetzt nicht ab. Du schaffst das. Kleiner Speicherfehler. Da sind sie. Verschlüsselungsalgorithmen. Okay. Wir sind noch im Geschäft. Oh Mann. Sie haben beim letzten Schlüssel weitere Dezimalstellen hinzugefügt. Oh, das wird... Komm schon, Baby. Führ mich zum Muster. Wo ist es? Moment. Sie benutzen die gleiche logarithmische Funktion wie der Schlüsselgenerator. Oh Mann, das nenne ich Glück. Ich hab dich, du Institutscheißer. Ich hab dich. Löse nach N auf. Komm schon. Zeig mal die Basiszahl. Komm, Baby. Das war's. Wir haben's. Wir haben den Code. Ich lade ihn dir auf ein Holoband. Gute Arbeit, Tom. Ich weiß nicht, ob wir nächstes Mal wieder so viel Glück haben, Des. Und was dich angeht, ich hoffe, dir hilft das genauso viel weiter wie uns. Gute Arbeit. Ich habe ein paar Gen 1 für Unterschlupf Randolph erledigt. Randolph ist noch in Betrieb. Endlich mal gute Neuigkeiten. Wir dachten, dass es die bei der Switchboard-Katastrophe ebenfalls erwischt hätte. Aber Randolph war zu lange ohne Lebenszeichen. Das wird nicht jedem gefallen, aber wir müssen sie unter Quarantäne stellen. Was Randolph, da war doch überhaupt keiner mehr. Das riecht alles sehr nach einer Falle. Könnte sehr gut sein. Das Institut hat mehr als genug Zeit gehabt, sie durch Synth-Infiltratoren zu ersetzen. Wir gehen es also langsam und sicher an. Und ich lasse andere Agenten herausfinden, ob das unsere Leute sind. Unsere Kommunikation mit Randolph wird ausschließlich mit Hilfe eines toten Briefkastens stattfinden. Schau regelmäßig bei Trommler vorbei. Er koordiniert die toten Briefkästen für uns. Danke. Passt schon. Jetzt müssen wir wieder zu Wirt, ja? Tom und seine Jungs laden noch die Spielzeuge der DAA aus, die du gefunden hast. Gut. Was für Spielzeuge, Alter? Da war nix. Da war echt nichts. Da war echt nur Shit. Und damit meine ich echt Shit, also den letzten Shit. Den kannst du selber machen hier, du Mongo. Okay, dann kehren wir wieder zum Wirtschaft zurück. Die Minutemen, ey, das sind echt die letzten Spaten. Die kriegen ja nicht auf der Reihe. Die verlassen sich ja eigentlich komplett auf mich, also die haben ja selber überhaupt keine Struktur, weißt du? Bei den anderen... Um jeden Preis meiden. Sie könnte irreparablen Schaden anrichten. Ja, bei den anderen beiden, also sprich die Sternen Wunderschaft und die Dings, da kommst du halt in eine gut geklärte Organisation rein, weißt du, die eine Struktur haben, die funktioniert irgendwie. Aber die Minutemen, das sind einfach nur Sporten. Die können nix. Ich bin's nur, Dr. Wirtschel. Hallo. War nicht sicher, ob ich dich wiedersehen würde. Du hast, was du brauchst. Ich hab den Code. Sollte mich wohl nicht überraschen. Du hast immerhin Kellogg erledigt. Ein Runner sollte da kein allzu großes Problem mehr sein. Aha. Wie hast du den Chip entschlüsselt?
Die Railroad hat mir geholfen. Oh Gott, diese Bekloppten? Yep. Ich hätte gedacht, die sind zu beschäftigt damit, Verkaufsautomaten zu befreien oder Computerterminals zu retten oder... Tut mir leid, sie haben einfach so einen gewissen Ruf. Du warst aber nicht der Einzige, der beschäftigt war. Ich habe aus meinen Erinnerungen und dem, was ich so über die Jahre gehört habe, das Beste gemacht. Das heißt? Habe ein paar Pläne für dich entwickelt. War nicht ganz leicht. Diese Hände sind ein Witz. Die Feinmotorik ist für'n Arsch. Hier ist die Kurzversion. Du musst ein Gerät bauen, um das Signal zu kapern, mit dem das Institut die Runner teleportiert. Und stattdessen dich selbst durchschicken. Weißt du, was das Verrückteste daran ist? Dieser Sender für klassische Musik, das ist das Trägersignal für ihren Transmitter. Alle diese Daten in diesen harmonischen Klängen. Und wir hören es schon die ganze Zeit. Das ergibt Sinn, das ist cool. Um es ganz klar zu sagen, das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich war Biowissenschaftler. Mit Maschinenbau oder fortschrittlichen Systemen hatte ich nichts am Hut. Biowissenschaft? Biowissenschaft? Fortschrittliche Systeme? Abteilungen im Institut. Spezialisten, die in Gruppen an verschiedenen Projekten arbeiten. Du wirst es später noch verstehen. Aber wenn du dieses Gerät bauen und den Code nutzen kannst, solltest du das Signal des Institutstransmitters kapern können. Schaffst du das? Kannst du es bauen? Hast du Leute, die dir helfen? Für einen allein ist das etwas viel, selbst für dich. Krieg ich schon irgendwie hin. Das krieg ich schon hin. Gut, sehr gut. Denn du musst es unbedingt da reinschaffen. Um unser beider Willen. Und vergiss nicht... Ah, jetzt auf einmal so zuversichtlich. Das finde ich gut. Ich habe dir geholfen, so gut ich konnte. Wenn du es reinschaffst, finde das Serum. Es ist meine einzige Hoffnung, jemals normal zu sein. Also finde es. Alles klar. Und jetzt los. Nimm das hier und mach dich an die Arbeit. Tu, was immer nötig ist. Jede Hilfe ist jetzt willkommen. Wir werden das Ding in Sanctuary bauen. Ich schütze und diene. Denke ich mal. Weil da haben wir den meisten Stuff und die haben halt am wenigsten... Also die mögen halt das Institut nicht, aber die wollen halt auch nicht hier wie die anderen Mongos halt gleich die volle Vernichtung machen. Ich reise erstmal nach Sanctuary. Der Wardanzug und einige andere Outfits wie leichte Kleidung und Raiderleder sind dünn genug, dass man sie unter Rüstungsteilen tragen kann. Das haben viele noch nicht erkannt. Jetzt nimmt das Ganze ein bisschen Fahrt auf. Das ist aber jetzt noch nicht die Entscheidung, also da wo wir das Ding bauen, entscheide nicht darüber, welche Fraktion wir letztendlich vollkommen unterstützen. Das ist halt nur vorübergehend, sozusagen. Mehr Strahlung braucht selbst ein Ghoul nicht. Kann ich mich eigentlich selber Strahlung aussetzen zu Testzwecken der Heilung? Ich habe übrigens, achso, Curry. Hey. Du brauchst etwas, oder? Ja. Ich habe extra die Rüstung für dich. Harnisch. Helm, Feuerhelm. Na. Jetzt kann ich den nicht abladen. Linker. Kann sie nichts mehr nehmen, oder was? Hey. Was Stuff mitnimmt.
Mikro. Windrüstung Harnisch. Vollhelm, linker Arm. Linkes Bein, rechter Arm. Rechtes Bein. Tarnpolunder. Was? Aha. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Aufgepasst. Willst du? Ja. Hier das Militär Cap. Das Military Cap behältst du aber mal. Ne, die 45er Patronen nehme ich dir auch mal, bis ich das Military Cap wieder abnehme. Entschuldigung. Und hier der erste für Nachverteidigung. Etwas von mir? Ja, gerade nicht. Ich muss erstmal dahin schleichen, ganz schnell. Ganz schnell. So, da können wir nämlich mal ablegen. Grenzzahn. Institutspitze, Rebar, Gaussgewehr. Hi, bin ich zwar nicht sehen, aber mir geht's ganz gut. Und dir? Ich übrigens überhaupt nichts für. Finde ich auch gut. Naja. Okay, in der nächsten Folge entscheiden wir uns Mama Murphys Stuhl. Wen wir ansprechen, ich tendiere ja hier zu den Minutemen. Also zumindest um das Ding zu bauen. Aber wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich an dieser Stelle erstmal danke fürs Zuschauen und ciao.